Ja, willkommen zu einem weiteren Talk zum Thema Gefühle. Danke, Lea, bist du da? Danke, können wir über dieses Thema sprechen. Wenn du diese Message noch nicht angeschaut hast, dann unbedingt nimm das dir die Zeit dafür. So lenkst du deine Gefühle. Leo, wenn du die Message in einem Satz zusammenfassen würdest, wie würde es sich anhören? Also es ist wichtig, dass man mal die Prioritäten setzt, mal vom Wichtigsten ausgeht und dann eben die, den Körper und auch die Seele ein bisschen dann auch richtet in dem Sinne. Und wenn man eben gerade mit der Seele beginnt und was ich will, dann geht das Ganze ein bisschen über Kopf und Dings. Und darum ist es wichtig, von der Priorität herzugehen. Und da muss man die Gefühle auch lenken in eine gute Richtung. Aber Gefühle sind auch ein Schrei, den man achten muss. Komplex, Mann! Hey Dan, es ist mega komplex. Ich habe jetzt einen Monat lang über dieses Thema nachgedacht. Nein, weil es ist nicht, also ich bring's natürlich dann mega relativ einfach und simpel und auch spannend und greifbar. Aber ich meine, es ist so ein komplexes Thema, wo ich eben finde, es ist doch wichtig, dass man auch ein bisschen darüber spricht, weil wir sind ja bekannt, wir sprechen über den Glauben und diese Dinge und das habe ich, ist auch wichtig. Aber die Seele und der Körper ist auch wichtig, weil es ist ja auch etwas, was Gott uns auf dieser Erde anvertraut hat. Jetzt hast du in der Message das Bild von der Vase und der Steine. Wir müssen das wichtig zuerst rein positionieren und dann der Sand, dann hat alles Platz. Wie machst du das bei dir ganz persönlich? Welche Grosselemente planst du jetzt zum Beispiel nächste Woche Conference, Riesenwoche, damit deine Seele und Leib, Seele und Geist du eben fit bleibst? Also meine Erkenntnis ist so, ich habe immer 34 Sonntage im Jahr, wo ich predige, das teile ich so ein. Und dann kommen zuerst die Familienurlaub hinein und dann kommen das Movement dazu und erst am Rest kommt noch Einladungen zum Predigen dazu. Das heißt, das kommt erst am Schluss. Mhm. Und wenn ich das anders machen würde, hätte ich nie Zeit für ICF Zürich. Also man muss mit dem beginnen, wo ich auch angestellt bin, was auch mein Job ist, auch meine Leidenschaft ist und dann geht man von einem zum anderen. Und dann ergibt es so eine Woche und dann muss ich natürlich immer wieder hinsetzen und sagen, okay, mein Monat hat eine Struktur, meine Woche hat auch eine Struktur und dann muss ich von Woche zu Woche anschauen, hat das genug Luft? Hat der Heilige Geist Platz? Wenn etwas Unvorgesehenes kommen würde, hat das auch Platz, weil es gibt immer, das weißt du, etwas, was man nicht geplant hat. Und ist man in der Agenda voll eingeplant, kommt eine Sache, bringt das, man sagt, das Wasser zum Überlaufen, dann muss man wieder Dinge rausstreichen. Es ist immer wieder rausstreichen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt ist nächste Woche Conference, ist mega eine busy Woche, extrem viel läuft. Du hast gesagt, eben, wenn wir viel zu tun, beten wir an, beten wir umso mehr. Wie planst du das ganz praktisch nächste Woche? Wo planst du deine Zeit mit Gott? Also nächste Woche, morgen früh spiele ich Golf um 8 Uhr und das mache ich nie um 8 Uhr. Und dann gehe ich direkt Squash spielen, weil ich merke, ich habe eine strenge Woche vor mir und ich muss meinen Körper noch richtig nochmals durch Energie laden. Mhm. Und dann fahre ich mit dem Auto, das ist auch relativ kompliziert, wo ich dann meine Frau auflade, dahin und dann beginnt das gerade. Und das ist alles ein bisschen eingeteilt, dass auch mein Körper braucht da Platz, weil man spricht so viel, man diskutiert so viel und du bist dann oft müde vom Reden, oder? Und das hat wirklich auch wieder mit Planung zu tun und zu überlegen, welche Sessions sind wir nicht auf der Bühne, wo ziehen wieder auch neue Leute hoch. Ist natürlich auch, es zwingt uns ja auch immer zur Multiplikation. Das ist ja das Coole, weil wir möchten ja nicht alles einfach machen. Aber ich würde sagen, der Schlüssel, der am Ende vom Tag ist, man muss hinsetzen und überlegen, wo hat alles Platz in der Agenda. Und das ist eigentlich ein Kampf, ehrlich gesagt. Das ist nicht einfach, es geschieht automatisch. Man muss Räume schaffen. Planen auch, zum Planen. Ja, man muss planen, um zu planen. Das ist so, ich habe jede Woche, wo ich eine Stunde Zeit nehme, über meine Frau nachzudenken. Das hört sich ein bisschen blöd an, ist nicht so eine Stunde darüber nachzudenken, wo gehen wir etwas essen, sondern wir müssen auch Dinge planen, weil ich habe einen anderen Energielevel als meine Frau. Wenn wir reisen gehen, dann muss meine Frau genau wissen, wo ist das Hotel, wo ist das, kann ich spazieren gehen, kann ich joggen gehen. Also alle diese Dinge sind hochkomplex, damit sie gerne mitkommt und ich eben auch eine Frau habe, die happy ist. Also du kennst das. Ja. Man muss relativ viel Zeit investieren in die Koordination, untereinander auch ernst nehmen vom Level, vom Stressfaktor her gesehen. Jeder hat eine andere Belastbarkeit und das ist okay. Hä? Es ist okay, es ist eben so. Es ist so, ja. Du hast auch über Stress gesprochen. Stress gibt es, guten Stress, da kann ich etwas bewirken. Es gibt schlechten Stress. Wie erkennst du in deinem Leben, wenn es schlechten Stress ist? Also zwei Dinge. Erstens habe ich eine Frau oder auch Kinder, die sind ein ehrlicher, also die Kinder nach viel mehreren ehrlichen Spiegel. Wenn meine Frau merkt, dann plötzlich wird ein bisschen negativ, ich jammere dann nur noch über das und jenes und sehe das Positive nicht mehr. Ich sehe nur noch, das Glas ist halb leer, aber es ist eigentlich auch halb voll.
Dann sagt sie, geh raus, geh Golf spielen, geh spazieren, was auch immer, aber mach etwas. Und dann das Zweite ist das Golfspielen. Also wenn ich jetzt Golf spiele und ich merke meinen Schwung, der Ball fliegt nicht gerade. Golf ist ein ehrlicher Spiegel, weil auch wenn ich das Gefühl habe, ich bin entspannt, wenn der Ball nicht gerade fliegt, bist du verkrampft. Das heißt, irgendetwas belastet dich. Und ich finde, Golfen ist für mich jede Woche einen Spiegel zu schauen, wo bin ich. Und letzte Woche habe ich mega schlecht gespielt. So, ich habe das Gefühl gehabt, ich bin in einer Balance. Aber die Bälle, die fliegen links und rechts, also natürlich immer noch in einem guten Rahmen. Und da habe ich gemerkt, hey, es ist nicht gut. Und dann setze ich mich dann hin nach dem Golfspielen und sage, okay, Golfen lügt dich nicht an. Wo und was kann ich unternehmen, dass ich gewisse Druckmomente wieder losbringe? Und da muss man wieder Raum schaffen, ist der Punkt. Weil Jesus hat sich ja oft zurückgezogen. Da war eine Erweckung, hat Menschen geheilt. Am nächsten Tag nahmen sie das Boot und fuhren das andere Ufer. Hat alle liegen gelassen. Da kamen die Jünger und gesagt, Jesus, du musst kommen. Die Erweckung hat angefangen. Hat gesagt, nee, ich komme nicht. Ich tue das, was Gott gesagt hat. Und das ist für uns in meinen Gedanken unvorstellbar, weil Erfolg würde bedeuten, jetzt ist die Türe offen. Jesus hat sich von dem nicht leiten lassen. Der wusste, was auch immer der Grund gewesen ist. Entweder hat er gedacht, die Leute machen es abhängig zu ihm, auf die Wunder, was auch immer. Der hat sich einfach zurückgezogen. Und er war aber auch dann immer ein bisschen souverän. Ich glaube, das ist auch eben zurückziehen, Raum schaffen, ist etwas, was man sich antrainieren muss. Auch nicht einfach immer, weil wenn du eine Arbeit hast, wo du 10 Stunden arbeitest, hast noch 3 Kinder, hast dann zu Hause. Nee, ich sage einfach, es ist nicht einfach. Aber dann, man kann nicht alles machen. Das ist mein Punkt, man kann nicht alles machen. Und du hast vom Vergleichen auch gesprochen, weil ich merke, das ist ja entscheidend. Damit du dich zurückziehen kannst, musst du lernen, dich nicht zu vergleichen. Und sonst denkst du, oh, jetzt habe ich die Möglichkeit, muss ich Vollgas geben. Vielleicht noch zum Schluss, das Ganze, du hast das Maß, jedes hat einen anderen Maß bekommen. Ein Maß an Glaube, ein Maß an Kraft, Belastbarkeit. Jetzt gibt es diese Diskussion, aber Gott, hilf Gott, dein Maß zu erweitern, deine Belastbarkeit zu erweitern, oder hilf dir Gott, dein Maß zu akzeptieren? Oder? Ja, für mich ist das Beispiel, das Beispiel, das mir hilft, vielleicht ist es, ich hoffe, es stimmt theologisch. Gott gab ja einem 1 Talent, 2 Talente und 5 Talente. Mhm. Das ist grundsätzlich schon mal nicht fair, von außen betrachtet. Ja. Aber jeder hatte die Möglichkeit, die Talente zu verdoppeln. Und das ist das Gleiche, wenn ich beginne mit einem Talent oder mit einem Maß von Glauben, gehe ich ans Krafttraining und ich beginne bei 10 Kilo, aber nach einem Jahr stemme ich 30 Kilo, immerhin dreimal mehr als vorhin. Es ist wie ein Muskeltraining, man kann dieses Maß trainieren, aber es kann sein, dass du nie zu dem von 5 Talente hinkommst. Musst ja auch nicht. Das ist das Maß, das Gott gegeben hat. Und das ist natürlich wieder etwas, was dann ein bisschen Eifersucht und Vergleichen auslöst. Und da muss man dann einfach akzeptieren, das Maß hat Gott gegeben. Und es gibt auch Leiter oder Leiterinnen, die können auch mehr Projekte gleichzeitig stemmen. Das können nicht alle gleich viele. Leute machen ein Projekt und sind im Limit und ein anderer macht 10 Projekte, noch komplizierter. Und das ist kein Problem. Das ist auch eine Maßfrage. Hey, danke vielmals für deine Ehrlichkeit. Danke für auch den Mut, so eine Serie anzupacken. Gefühle, nicht immer einfach. Also, ich lade dich ein, wenn du diese Serie noch nicht angeschaut hast mit diesen Messages, unbedingt nimm dir die Zeit über Gefühle. Danke vielmals, warst du ein Teil davon. Ich wünsche einen wunderbaren Sonntag.